Name ist Kantonsinspektor Markus Lang. Ich bin Angehöriger von der Polizeidiensthunde Einheit Wien und bin heute mit dem Sprengstoffspürhund beim Ed Sheeran Konzert. Wir durchsuchen das Umfeld und den Zuschauerbereich und in weiterer Folge sind wir in der Vorfeldsicherung tätig. Das ist einmal abwechselnd zum normalen Streifendienst, genauso viel für den Hund. Also das ist mit dem Hund auch sehr Spaß natürlich, weil wird immer wieder belohnt bei der Durchsuchung. Mein Name ist Major Gabriel Berkes, bin bei der Landesverkehrsabteilung Wien tätig und auch bei diesem Ed Sheeran-Konzert sind natürlich verschiedenste Aufgabenstellungen auch für die Landesverkehrsabteilung durchzuführen und dementsprechend sind wir heute da als Verkehrsabteilung, dass wir den Zu- und Abstrom der verschiedenen Fans bzw. auch vom Fahrzeugverkehr überwachen und immer dort, wo es notwendig ist, dann eingreifen. Mein Name ist Stefan Mutzig, ich bin heute Kompaniekommandant hier beim Ed Sheeran Konzert und darf damit die Inspektionskräfte hier im Stadion unterstützen. Bei einer Großveranstaltung wie der heute hier ist die größte Schwierigkeit, dass wir hier knapp 63.000 Besucher haben. Der Zustrom ist noch relativ verteilt, aber beim Abstrom, wenn das Konzert vorbei ist, wollen natürlich alle gemeinsam dann möglichst schnell nach Hause. Und hier wird der Knackpunkt sein für uns, dass wir die Wiener Linien in der U-Bahn-Station unterstützen und auch sonst dafür sorgen, dass einfach ein geregeltes Nachhausegehen möglich ist.